Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Folge der Hunter Call of the Wild. Der Biber hat wieder zugeschlagen, denn mein Zelt ist gerade weggegangen. So, aber wir stehen hier auf dem Berg und wir jagen heute keine Biber, sondern meine Biber haben Biber. Oh, die armen Junge, direkt Ohrwurm. aber wir jagen heute Steinböcke. Den Steinböcke haben wir lange nicht gejagt und haben uns nach dem Reset auch noch gar nicht angeguckt. Deshalb mal gucken, was uns da erwartet. Vielleicht da auch mal schön, ne? Da fehlen mir noch so ein paar seltene Fellfarben. Mal gucken, was da geht. Grand Slam haben wir ja schon in Dia, insofern brauchen wir die nicht. Aber wir sind schon hier, geht schon mal gut los. Nämlich hier ist kein einziger Steinbock an dem See. Ja, perfekt. Sehr gut. So lobe ich mir das. Ja, gut. Der See, wo ich gedacht hätte, ich finde hier mal auf Anhieb so ein Steinbock, ist auf jeden Fall richtig, richtig stark. Nämlich mit gar keinem Steinbock vorhanden. Guter Start in die Folge, würde ich sagen. Vielleicht sind wir ein bisschen weiter hinten dran und ziehen erst noch rein. Aber wir sind eigentlich schon relativ weit in der Trinkzeit. Also wenn hier welche wären, manchmal sieht man die hier auch leider. Aber ich sehe hier nichts bewegen irgendwo, ne? Oder ich bin einfach blind. Ah gut. Das war an dem See anscheinend nicht. Vor allem, wir gehen mal zu dem See. Wir gucken uns heute erstmal die beseitigte Ibex an. Wir gehen jetzt erstmal in die drei Seen, wo ich ja eh schon ein Zelt habe. Also hier hatte ich gerade ein Zelt, habe ich jetzt nicht mehr. Hier habe ich ein Zelt und da unten von den Erotischen natürlich. Hier können wir uns angucken, ob wir da welche finden. Und dann ist gehen wir auf jeden Fall auch auf die anderen Seen, denn da sollten die im besten Fall vielleicht auch Zwinggebiete haben in Numen liegen, also hier oben auf jeden Fall, denke ich. Und den hier, ja, der hat doch den auch noch, ne? Der ist noch relativ nah am Berg, hier unten wahrscheinlich auch. Aber da jage ich die gefühlt nie. Deshalb gucken wir da mal. So, was ist da? Ne, nur Steinbrocken, ne? Ich dachte, ah, guck mal da. Hä, ein Rothirsch? Bin ich zu früh? Ah, da unten. Guck mal. Oh, ja. Eieiei. Eieiei. Also alles voll mit Steinböcken. So. Dann gucken wir mal. Ich sehe aber, glaube ich, keine richtige Granate. Was seltenet sich auch nicht, ne? 162. Er ist 167. Er ist 158. Er 165. Nee. So einen richtig guten sehen wir tatsächlich nicht da. Aber zumindest mal Steinböcke, die sich da versammelt haben. Auf dem Haufen. Alle drauf. Das ist ja schon mal ganz gut. Komme ich hier auch in die Links rein. Dankeschön. Einmal hier das Gewehr raus, 300 Meter und dann, wo er da hinten ist, nicht? Warte mal, er da, was ist mit ihm da? Er ist auch 158, ne? Ne, zwar ein paar schöne Männliche dabei, aber nichts ganz Großes. Deshalb würde ich sagen, schießen wir einfach mal. Gott. Wie weit sind die denn weg? Oh, ich hab nicht getroffen. Warum habe ich die denn nicht getroffen? Wie weit waren denn die weg? Okay. Da kommen wir vielleicht später mal hin. Wir skippen mal zu dem hier. Aber die waren doch auf 360 oder nicht? Habe extra ein bisschen drüber gehalten. Die Kugel muss ja auch irgendwo da gelandet sein, sonst wären die nicht abgehauen, ne? Weil von dem Schuss-Sound, von der Distanz oder so, hätten die das eigentlich gar nicht wahrnehmen können. Deshalb werden die das irgendwie schon gehört haben, da sind wir auch noch Trinkgebiet, auch da, Steinböck 133, 117, 168, 140, aber gucken wir mal hier eben 230 Meter. Da ein weiblicher, der hochzieht. Wir gucken mal, ob wir da am nördlichen Ende noch welche sehen, ob es das einzige Gebiet hier ist. Aber da sind auch noch welche. 163, wer ist er? 160, ja auch ein paar Steinböcke auf jeden Fall da hinten. Ist immer ganz gut, wenn hier halt zu diesen Seen runterkommt zum Trinken. Kann man die da einmal ganz gut bejagen. So, wir schießen einfach mal die, würde ich sagen. Aber diesmal auch im besten Fall mit Treffen. Die Frage ist, ob wir auf 150 stellen. Ja, ne? Let's try that. Boah, er springt natürlich genau davor. Und feindet jetzt und landet im Wasser auch noch. Dankeschön dafür. Er hat, glaube ich, einen tiefen Schuss bekommen. Und ist noch sehr schnell unterwegs. Mit 100% Gesundheit. Alle Schüsse heute wieder on point, muss man sagen. Ich stelle mir hier auf 300. Aus diesen. Geht auch gar nichts rein, ne? Okay. Wir haben ihn einmal getroffen, aber auch nicht gut. Gucken wir mal, dass wir da hinten die ein bisschen besser treffen. Warum sind die rot hier so spät noch hier? Die sind noch alle hier in der Nähe, aber da hinten sind auch die anderen. Ist das
glaube, grau bei selten bei denen ist nur Albino und Mela, oder? Ich glaube, alles andere tatsächlich nicht. So, versuchen wir die mal da zu erwischen. Hat auf jeden Fall besser gepasst, ne? Der eine tot und der andere. Der hat noch so lange 50%. Wie kann er denn so schnell auf 50% droppen? Buggy? Bin mir immer noch angezeigt. Vielleicht Buggy, ne? Ja, perfekt, ey. Also heute ist auch der Wurm drin. Der Wurm in den Steinböcken. Das Problem ist, der wird jetzt hier erstmal hintreiben. Aber ist egal, dann holen wir uns den gleich. Ich gehe jetzt erstmal da rum, hole mir die anderen, die da liegen. Und kreise dann wieder zum Zelt hier, das ist jetzt stehen geblieben, hat den Biber nicht geholt. Was hier für ein Gibt, ist auch noch hier Steinbock oder was? Der wäre dann wahrscheinlich zu nah, ne? Das ist aber, ne, das Rothirsch. Ah, guck mal hier, neues Rothirschgebiet, auch perfekt. Können wir natürlich auch uns zunutze machen. Aber der treibt erstmal da vorne hin und wir holen uns, wie gesagt, die anderen. Denn hier sollten ja schon ein paar tot sein. Auch von denen hier, die wir hier noch beschossen haben. Hoffentlich der ein oder andere tot da unten. Stehen auch schon wieder welche. Da kommt noch ein kleiner männlicher an, den lassen wir mal stehen. Und gucken erstmal, dass wir hier die... Haben wir zwei noch getroffen hier an der Stelle? Könnte fast sein. Da müsste aber den Hund wahrscheinlich zur Hilfe holen. Dass der uns da ein bisschen Auskunft gibt. Wir müssen mal eben gucken. Also da hinten auf jeden Fall. Oh, jetzt noch einer, glaube ich, gerade gestorben, ne? Wie lange? Oh, das werden lange Nachsuchen, glaube ich. Eieiei. Das werden lange, lange Nachsuchen. Mal gucken, ob wir die erfolgreich abschließen können. Ah, der erste gar nicht so bei dem Berg hier hochgekommen. Obwohl der geringen Rudelsgrad hatte. Also wenn er zurückkam vielleicht und dann hier liegt. Aber wir haben auf jeden Fall gefunden, dass er hier mit dem Schuss in den Hinterlauf. Den nehmen wir mit. Der andere müsste aber irgendwo... Wir haben jetzt hier irgendwo geschossen, oder? Da unten. Gar nicht. Müssen wir mal gucken, dass wir den auffinden. Und dann da hinten gucken. Weil der eine ist ja auf jeden Fall unten am Wasser, der da liegt. Einer ist in den Berg unten hochgerannt. Aber ich glaube, den müssen wir alle haben, ne? Wenn wir den jetzt hier auch noch finden sollten. Vielleicht mal den Hund hier ansetzen. 32 Meter. Eigentlich müsste hier irgendwo schon eine Schweißpferde sein. Die der mir hier suchen kann, der kleine Freund. Ah, guck, jo, ich stehe drauf. Perfekt. Danke dafür. Naja, hätten wir natürlich gut gebrauchen können. Wenn man mitten auf der Schweißherde draufsteht, umso besser. Aber auch jetzt hier, ähnlicher Fall wie gerade, geringer Blutungsgrad. War sehr gering sogar. Ah, guck mal, unterliegt er. Ja, gut. Das ist halt der Vorteil von dem Hund. Ne? Ich wäre jetzt halt hier vorbeigelaufen und hätte nicht gesehen, dass der schon wieder auf dem Weg zurück war und hier einen Bogen gemacht hat. Der Hund kann natürlich abkühlen. Das ist immer ganz chillig eigentlich. Hier dieser graue auf jeden Fall, den wir geschossen haben. Und wir gehen unten zum Wasser, denn da müsste ja dann auch noch einer. Weil sie packt nur aus wie einer, ne? Ist ja halt auch nur überlebt, kann ich mir fast nicht vorstellen, ne? Wobei kann sein, dass wir vielleicht. Ah, vielleicht war das Buggy mit diesem. Weil der die ganze Zeit 50% angezeigt hat noch, ne? Und der war ja. Das war ja wahrscheinlich nicht von dem, der da weggerannt ist, oder? Vielleicht hat er den hier angezeigt, der relativ schnell gedroppt ist und dann da unten hingefallen ist. Und wir haben gar nicht die Verwundung von dem gesehen, der da weggelaufen ist, weil ich dachte, dass der ganz gut getroffen worden war. Könnte sein, aber erstmal gucken wir jetzt hier, dass wir den hier irgendwo auftreiben können. Der müsste ja hier, warte mal, hier ist das Trinkgebiet. Hier ist die Schweißfährte. Oder bin ich jetzt... Ja, der ist doch hier an Land irgendwo. Bin ich hier an dem Gebiet? Nee, nee, das ist, hier ist der eine über Wasser getrieben, oder? Warum sich den Steinbock nicht? Ist er auch ins Wasser gefallen tatsächlich? Ah, da liegen beide da hinten, ne? Ah, okay. Ja gut, dann doch ins Wasser gefallen. Da müssen wir nur gucken, dass wir den einen hier auf dem Hang noch finden. Auch der ist, glaube ich, dankbarerweise wieder hier zurückgekommen. Und hat gar nicht so eine weite Flugdistanz hingelegt, beziehungsweise eine weite, aber ich habe es in abgekürzte gefunden. Hier sehen wir es, 151 Meter. Hat er sogar gemacht. Aber wir gehen einmal hier unten hin. Da liegen die anderen beiden, die wir geschossen haben. Und schnappen uns wieder mal die guten Steinböcke. Boah, Steinböcke waren wir auch lange nicht mehr jagen. Ich glaube, schon seit dem Grand Slam nicht mehr, oder? Aber immer mal gute Trophäen dabei. Hier sogar Goldtrophäe, Vierer in die Lunge. Und der hier ebenfalls Lunge, Silber, auch schöne Trophy. Oh, da kommen Wölfe. Da sollten wir schnell weg hier. Hier mal zu dem sie tatsächlich.
und gucke, ob da auch welche sind. Da müssen eigentlich auch welche sein. War schon relativ weit im Flachland, aber ich glaube, die ziehen bis nach da unten runter. Weil die Berghänge dann noch relativ nah angrenzen. Und da nicht so weit weg ist. Sollten also auch da welche zu finden sein. 700 Meter bis zum See. Der See tut sich auch da vorne auf. Ich habe schon ein paar Warnrufe von Wildschweinen. Die sind hier irgendwo in der Nähe. Wir haben eine Südspitze. Bisher noch nichts zu sehen. Bin gespannt, ob wir da nördlicher was sehen. Letztes Mal noch hatte einen Kommentar geschrieben, ob ich mal Steinböcke jagen könnte und zeigen könnte, wie das geht. Ich glaube, Steinböcke sind echt die leichtesten Tiere im Spiel, ne? Da kein großes Geheimnis, denn Spanien hat halt vier Berge. Einmal den hier, einmal den hier, einmal den hier und einmal den hier. Hier Beseite Steinböcke, hier Ronda, da Gredos, glaube ich, und da südöstlicher. Und ne, ihr macht es einfach so, wie ich jetzt hier. Geht halt an die Gewässer ringsrum zu den Trinkzeiten und findet Steinböcke. Hier werden dann hier Gredos sein. Und ihr macht ja Ronda ist da, ne? Ich glaube, Ronda hier, da ist Ronda, da ist Ronda. Da wird Ronda trinken und da wird Ronda trinken. So, vielleicht sogar noch am Fluss hier unten, keine Ahnung, wie wir es dann runterziehen. Aber einfach die umherliegenden Gewässer absuchen, genauso wie hier zu den Trinkzeiten. Und dann seid ihr eigentlich immer auf der Safe-Variation. Oh, guck mal, da laufen sogar welche. Da waren welche tatsächlich im Süden hier, die ich nicht gesehen habe. Aber okay, wenn sie laufen, dann lassen wir sie laufen. Wir gucken mal, ob wir hier vielleicht noch andere finden. Ja, aber das ist auf jeden Fall die beste Taktik, einfach zu den Trinkzeiten die Steinböcke zu jagen. Dann kriege ich auch relativ schnell den Grand Slam. Ich glaube, so bis heute, glaube ich, sogar einer der leichtesten, oder? Guck mal, da hinten ploppen auch wieder ganz viele rein. Gucken wir uns die mal an aus der Nähe. Da ist sogar Fünfer. Guck mal, oh, warte mal. Ab wann haben die denn die? 198, glaube ich, ne? Also auf jeden Fall ein Fünfer mit Potenzial. Der könnte zwar trollen, aber könnte tatsächlich ein Diamond sein. Da wäre natürlich gut, aber ich sag ja, bis heute, ich glaube, einer der leichtesten. Ne? Ich glaube, womit haben wir uns mal damals schwer getan beim Grand Slam? Ich glaube, Ronda, ne? Ronda war wirklich bodenlos. Wie lange ich den gesucht habe. Oh, den habe ich so lange gesucht, diesen Ronda-Steinbock. Aber man hat über die Steinböcke halt eine relativ gute Ausgangslage immer. Oder eine gute Übersicht über die Population. Weil es halt einfach nur die paar Gewässer gibt, wo die halt trinken. Also wenn man jetzt halt einen Ronda sucht, sucht man halt die fünf Gewässer hier ab. Und da war, glaube ich, das Problem, dass ich, glaube ich, von diesem Ronda-Steinbock kein einziges Trinkgebiet hatte. Oder keins gefunden habe. Der hat wahrscheinlich irgendwo getrunken. Ich habe keins gefunden, obwohl es nur fünf. Den ganzen Fleck ist ja wirklich am Fluss hier gewesen oder so. Und ich habe den irgendwo auf den Berg dann schießen müssen, im Ruhrgebiet, ne? Aber, ja, normalerweise hat man halt relativ schnell eine gute Übersicht. Oder eine gute Übersicht über die Population der Steinböcke auf der Karte. Da noch ein Vierer. Ja, ist auch nicht schlechter, oder dahinter? 172, ja, auch ein guter, aber kein Fünfer wieder da hinten. Holen wir uns den Fünfer auf jeden Fall. Gucken wir mal, wo der nochmal auftaucht. Müsste irgendwo da in den Büschen stehen, oder? Ja, auf jeden Fall hat man da so schnell eine Übersicht über die Population. Anders als jetzt wirklich auf anderen Karten, wo du natürlich jetzt, keine Ahnung, du hast teilweise Tiere, die haben auf der ganzen Karte hier Verbreitungsgebiet. So Wildschwein zum Beispiel jetzt hier zu finden, wo man weiß, okay, die trinken eigentlich überall in diesen Flachbereichen. Da muss man viel, viel mehr Gewässer abgucken, um überhaupt die gesamte Population beurteilen zu können, was da jetzt letztendlich ein gutes ist und was nicht. Da ist der Fünfer, ne? Den schießen wir jetzt, würde ich sagen, 300 Meter steht ganz gut. Und ja, deshalb sind Steinböcke zu jagen relativ leicht und bei dem Beseite auch relativ schnell. Ne? Ich glaube, Beseite hat fast jeder schon als Diamant mal geschossen. Boah, der war vielleicht hoch. Ich weiß es nicht. Könnte sein, hat der. Oh, könnte sein, dass Wirbel sein. Ein bisschen hoch abgekommen. Aber ich glaube, war noch okay für Doppelunge, würde ich behaupten. Hoffe ich zumindest. Das ist aber nicht verschossen. Aber wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen. Und dann haben wir tatsächlich einen Fünfer gefunden. Aber deshalb habe ich auch Beseite heute gejagt und keine Ronda. Sag ich ehrlich. Weil Beseite, wie gesagt, eins der leichteren Steinböcke auf jeden Fall. Beim Grand Slam. Ich glaube, den hat echt fast jeder schon mal Diamant geschossen. Oder man schießt ihn relativ schnell auf jeden Fall. Weiß auch nicht, ob die wirklich einfach eine größere Chance haben. Man muss auch sagen, da ist einfach auch die stechen eher ins Auge, diese großen Besides. Vielleicht deshalb, ne? Wenn man so viele Herden hier im Blick hat. Bei den anderen Steinböcken, wo die Hörner einfach kleiner sind. Ich glaube, Ronda auch relativ kleine Hörner. Ich meine, wenn man Diamant sieht, dann erkennt man ihn, aber man denkt immer so, boah, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Dann sind es doch immer nur Vierer, weil die einfach gar nicht so krass sind, wie man im ersten Moment vermuten könnte. Und bei den Beside hier, das ist relativ schnell ersichtlich, welche davon wirklich die
die Guten sind. Na, getroffen, aber nicht gut. Aber der andere, der lag direkt, der Fünfer, und den holen wir uns natürlich. Während die anderen hier alle umherlaufen. Der ist auch nicht schlecht hier, oder? Was ist der für einer? 367. Dann bleibt der mal stehen, kurz. Damit wir den ja auch noch erlegen. Guck mal, 139. Boah, der war, oh, guter Schuss aber, ne? Doppel Lunge und Herz. Really good shot. Really good shot. Perfekt. Ist da vorne der? Ist der Stein da? Ah, hier liegt ein Busch. Perfekt. So, da gucken wir mal. Drücken wir den Daumen, dass es vielleicht ein Diamond sein könnte. Hat schon gute Hörner, ne? Hat schon gute Hörner. Ah, tatsächlich, 100, aber genau unterste Grenze, oder? Also, 100. Grenze von dem, was er gescored hat. Nee, warte mal. Ach, dieser ab 191 schon dir, oder was? Der war safe dir? Lol, das wusste ich nicht. War nicht ab 198 mal? Wurde die nochmal angepasst irgendwann? Warum habe ich den 198 im Kopf? Die waren ganz früh immer ab 208, ne? Weil ich habe noch so einen Mela, glaube ich, der hat auch 200 irgendwas Wertung oder so. Oder der 198 und ist kein Dia. Ich glaube, das habe ich 198 im Kopf, ne? Weil der 198, glaube ich, war damals und ab 208 waren die damals erst Dia. Und die sind ab 191 jetzt. Okay, ja gut, dann war der ja safe Dia. Hätten wir natürlich wissen müssen. Habe ich natürlich nicht gewusst, aber jetzt weiß ich es. 193 war also, aber tatsächlich unterstes Scoring gescored. 193 bis 220 oder so hat er gescored und hat wirklich 193 hier getroffen. Aber Diamant ist er trotzdem, denn das reicht schon. Wir stopfen den aus, nehmen den mit und gucken mal, dass wir hier den anderen finden, den wir hier noch im Rang angeschossen haben. Dann ist man den Hund mal wieder an, würde ich sagen. Und gehen dann rein. Aber auch hier haben wir an dem See auch ganz gute... Ganz gute Auswahl. Hund, wo bist du? Da ist er. Den verfolgen wir einmal hier. Der wird uns dann hoffentlich zu den Steinmöckeln bringen. Da oben sind auch schon wieder Steinmöckel in den Bäumen. Steht noch ein Dreier rum. Aber den lassen wir laufen. Und gucken mal, was der Hund uns hier sagt. Ob der uns vielleicht sogar die Abkürzung zeigt zu unserem Steinbock. Der hoffentlich nicht allzu weit gelaufen ist, aber hat auch keinen guten Treffer bekommen, ne? Kein guter Treffer. Den Treffer, der war nicht gut, aber zum Glück hat der. Zum Glück war der Treffer on point, als es dann darauf ankam. Auch wenn die anderen Schüsse nicht ganz so gut waren. Das ist immer das Problem bei den Steinböcken natürlich auch, dass man häufig weite Schüsse hat, so 300 Meter plus. Auch oben in den Gebirgsregionen, wenn man die da jagt, in den Ruhrgebieten oder so, habe ich auch relativ gute Weitsicht. Vor allem häufig bessere Weitsicht als Nahsicht, weil die. Weil die Büsche oder die Pflanzen oben auf den Bergen ja keine Bäume sind oder so, aber das sind halt viele Büsche, Pflanzen. Und die rennen dann halt auf der weiten Distanz nicht rein, dann hat man immer ein bisschen bessere Sicht auf die weite Distanz und deshalb auch häufig weitere Schüsse. Bei den Steinböcken muss man da schon ein bisschen besser performen. Deshalb hätte ich mir auch echt gewünscht, diese Martensen, die haben wir schon mal getestet, ne? Viele sagen immer, Martensen sind so gute Waffe und so, aber laut Textbeschreibung ist sie halt auch besonders präzise auf weite Distanz oder auch besonders gut. Hätte ich mir echt gewünscht, dass das irgendwie auch zur Geltung kommt, dass man vielleicht andere Nulldistanzen hat, ne? Einfach 400 Meter Nulldistanz oder so anstatt 300, wäre ganz geil gewesen. Aber hier war noch den anderen, der auch ganz gut scored, 167 in den Vorderlauf rein. Let's go! Den haben wir aber auch noch erlegt, aber immerhin. Jemand gefunden, geil! Ja, dann brauchen wir ja gar nicht mehr zu dem anderen See zurück. Ich dachte, wir schießen hier noch ein paar oder hier oben, aber eigentlich auch egal, denn Diamond ist abgehakt. Da oben ein Zelt, nimmt sich hinlaufen, ne? Lass mal sein. Schaffen wir auch nicht mehr, glaube ich. Schaffen wir auch nicht mehr. Dann machen wir Feier, würde ich sagen. Diamant Steinbock ist abgehakt. Der nächste, wir machen einfach Doppel-Grand Slam, oder? Für eine neue Lodge. Einfach nochmal Grand Slam schießen. Nee, da sehe ich mich nicht, muss ich sagen. Der Ron hat mich zu sehr gebrochen. Der hat mir wirklich gebrochen. Aber bis heute immer, immer schneller Diamant möglich, auf jeden Fall. Das ist gewesen vom Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren. Nicht vergessen, Däumchen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.